Und Kaviar, der Rumble steht vor der Tür. Genau meine Kontinuität. 2021 hat Chris Cole die Aufnahme in einen Lauf nach oben. Ich hole die Chance. Number One Contender für den UKBR Heavyweight Gürtel. Sei dabei. Am 2. Oktober, Hüstendorf in der Steiermark, UKBR Oktoberfest. Wird Team Massive Iron zuerst Team Turbulence die UKBR Tag Team Titel abnehmen. Und danach werden Scott Iron und ich auch noch den Royal Fights gewinnen. Denn ich bin Massive! UKBR Rumble beim Oktoberfest. Und das Nummer 1 Tag-Team ist auch dabei. Und wir beide, wir haben die beste Strategie, weil wir arbeiten als Team zusammen. Und deshalb wird einer von uns zwei gewinnen. We are the Terminator! Get ready for trouble! Awesome! UKWA! It's a creepy bastard, the Angry Butcher. And I heard on October 2nd in some place I can't even spell, I ain't gonna try even. You got a rumble going on. But you gotta know, rumbles. Kind of my thing, cause I can't do what I can do best. It's fucking people up without getting punished. So, you want to see a good show? October 2nd is the place to be. Someone in Austria, watch it. UKWA, watch out. Hey, here's the Rock'n'Roller on board. All we need to play am 2. Oktober beim Oktoberfest. Und ich bin im Royal Fest. Das heißt, reiß gleich eine Minute ein neuer Gegner. Ich werde der Letzte sein. Rock it! Der Oktoberfest steht an. Der Royal Fest steht an. 30 Mann steigen in den Ring. Aber nur Boris Penn verlässt ihn als Sieger. Und es gibt nichts, was irgendjemand dagegen tun kann. Und wisst ihr warum? Die Schmerzen werden euch niederreißen. The pain will cut you down. Wenn es darum geht, im Royal Fest Match die Wrestler einen nach dem anderen aus dem Ring zu schmeißen und die Hütte so richtig abzubrechen, dann darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich ich. Mr. Party. Und ich hoffe, wenn es wieder Zeit ist für Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, dann seid ihr alle live dabei. Ich hoffe, wir sehen uns. Cheers. Trash Maniacs, am 2. Oktober findet beim UKWR Oktoberfest in Pischelsdorf in der wundervollen Steiermark ein Rumble statt. Ich bin der Meinung, das ist die ideale Möglichkeit für den 12-Meter Hirschen Georg Joshik Weichs einen Einstand bei der UKWR zu feiern. So schaut's aus. Anschnallen, liebe Steiermark, ich gehe in den Rumble, ich jubel eine nach dem anderen aus dem Ring, bis ich am Ende als Sieger im Ring stehe. Vorsicht an der Bahnsteigkante, der Rambazamba-Express fährt in die Steiermark. UKWA, Royal Fitz, es gibt keine Vorrenner, es gibt keine Verstecker, es wird kämpft, kämpft wie auf einem Schlachtfeld. Und der Letzte, der was auf dem Schlachtfeld steht, bin ich, Reach. Hier steht Pascal Spalter. Der Mann der Zeitgeschichte, euer Lieblingswrestler. Der 2. Oktober 2021 wird für mich nur eine Zwischenstation sein. Für Royal Fats werde ich in den Ring steigen, 29 Gegner über das dritte Ringseil hinaus befördern und mir den Titelkampf bei War of Nations sichern. Bei War of Nations gehe ich dann mit dem Titel heraus. Ich werde gewinnen und werde der neue Held von Österreich. Pascal Spalter, merkt euch diesen Namen. In Bischelsdorf in der Oststeierhalle beim Royal Fats hol mir ich in Sieg und hau alle 24, 29, 27, 500, 37 Leute, das ist mir sowas von wurscht aussehen. Einmal links, einmal rechts, einmal vorne und auch hinten und dann ist Lights out. Ja. Nun, liebe Fans, dann ist es Zeit für den Main Event des Abends. Und wie ihr bereits mitgekriegt habt, es handelt sich um den Royal Rumble, den Royal Fats, heute beim Oktoberfest in Pischelsdorf. Kurz zu den Regeln. 30 Mann nehmen teil. Zuerst kommen 2 Teilnehmer raus, die beginnen das Ganze. Und alle 60 Sekunden kommt ein weiterer Teilnehmer hinzu. Eliminiert werden aus diesem Match kann nur, wer über das oberste Ringseil rausfliegt. Damit ist man eliminiert. Und der Sieger, klar, ist der, der am Ende als einzige noch hier im Ring steht. Und der wird dann neuer Number One Contender für den UKWA Heavyweight Championship. In diesem Sinne, let's dance! Jesse, fucking Jay. Ich mache was ich will. Bounce. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Ich bin